Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bevor es hier losgeht, mal was in eigener Sache. Und zwar, seit Wochen haben wir das Problem, dass wir Kanäle, die wir abonniert haben, dass da einfach das Abo weg ist, ne? Ich habe zwar schon an YouTube geschrieben, bis heute keine Antwort gekriegt. Also macht euch keinen Kopf, ich gucke eure Kanäle immer durch. Wenn das Abo weg ist, lasse ich es wieder da. Ich weiß wirklich nicht, an was es liegt. Okay, dann kommen wir heute zu unserem heutigen Rezept. Wir machen French Bacon Rolls. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. So, und hier sind die Zutaten für unsere French Bacon Rolls. Wir haben hier Sandwichscheiben. Die Menge bleibt euch überlassen. Wir nehmen 8 Stück. Dann brauchen wir Honig, einen Esslöffel. Frischkäse, 200 Gramm. Dann eine Barbecue-Soße eurer Wahl. Davon brauchen wir dann ca. 3 Esslöffel. 3 Eier und Bacon. Mengenangaben gibt es natürlich wie immer in der Infobox. Wir fangen jetzt mit den Vorbereitungen an und holen euch gleich wieder dazu. So, und jetzt werden die ganzen Sandwichscheiben plattiert. Plattiert nennt man das, ne? Ich glaube, ja, platt gedrückt Ja, auf nimmt jeden am Fall. besten Nudelholz. So. Und so verfahren wir mit den anderen auch. Ihr seht, richtig schön dünn. Jo. So, in einer kleinen Schüssel haben wir jetzt schon mal den Frischkäse reingegeben. Dazu kommt jetzt der Esslöffel Honig. Der Esslöffel ziert sich noch. Ja. Dann Drei Esslöffel kommen da rein, ja? 3 Esslöffel von der Barbecue-Soße. Ja, gut, der Esslöffel. Und das alles wird verrührt. Ja, sieht schon ganz gut aus, ne? Ja, und wenn ihr mir jetzt weiter nicht auf die Finger guckt, werden wir es noch schick hinkriegen. Okay, Anne ist schon wieder genervt. Wir melden uns beim nächsten Arbeitsschritt wieder. Ja, die ganze Mischung hat Anne jetzt schön zusammengerührt. Und jetzt werden wir unsere Sandwichscheiben damit schön bestreichen. Unsere fertig eingeriebenen Sandwichscheiben werden jetzt gerollt. Nach und nach. Dann gehen sie in die Eier, ja, in die 3 aufgequirlten Eier, ne? Genau. So. Da werden wir die jetzt drin wenden. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich das Bacon-Netz gemacht habe. Netz wird es nicht, aber nebeneinander gelegte nee, Scheiben. nebeneinander gelegte Scheiben. Ich denke, mit 4 Stück müssten wir hinkommen. Ja, mal schauen. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben jetzt 4 Scheiben Bacon nebeneinander gelegt. Anne rollt jetzt die Sandwichrolle ein bisschen ein. Und zum Schluss mache ich ein bisschen Ei, um das Ganze festzubappen, zu kleben, Ja. damit es auf dem Grill nicht aufgeht. So sollen die guten Teile dann aussehen. So verfahren wir jetzt weiter und dann denke ich mal, sehen wir uns am Grill wieder. So, unseren Grill haben wir jetzt auf nicht ganz 200 Grad indirekter Hitze eingeregelt. Ich habe noch meine Grillmatte runtergelegt, weil ich denke, das wird doch so ein bisschen Sauerei nachher. Stellt euch auf jeden Fall schon mal die Barbecue-Soße beiseite, denn dann wird nachher geglazed. Ich denke mal so 20, 25 Minuten werden wir sie jetzt bei knapp 200 Grad indirekter Hitze hier drinnen lassen. So,
Der Deckel geht zu und dann sehen wir uns wieder. So, nach 25 Minuten nehme ich jetzt die Barbecue-Soße, die wir eigentlich schon auch für die Füllung genommen haben. Und damit werden unsere guten Rolls jetzt nochmal glasiert. Ja, bloß nicht aufmachen. So. Ja, das mache ich jetzt mit allen. Dann geht der Deckel nochmal zu. Ich denke mal so für 10 Minuten nochmal. Ja, dann melden wir uns wieder. So, 10 Minuten später, nach der Glaze, sehen unsere French Bacon Rolls so aus. Die sind jetzt fertig. Dazu gibt es einen bunten Salat bei uns. Ja, wir gehen jetzt essen. Kurzes Fazit, Freunde, der Hals war mal wieder größer als der Mund. 8 Stück gemacht, also wer mehr als 2 Stück davon vertragen kann, Respekt. Also wenn ihr die Dinger mal auf einer Party macht, dann seid ihr ganz oben. Sind wirklich der Hammer. Ihr könnt sie halbieren, dritteln, Zahnstocher rein. Eignet sich auch wunderbar als Fingerfood und total lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch da lassen, über jedes Abo, das ihr unten rechts immer machen könnt, freuen wir uns natürlich. Kleine Vorankündigung, am kommenden Mittwoch, den 11. August, gibt es mal wieder den zweiten Teil von Pech gehabt. Heute sagt man ja Outtakes dazu. Kurzes Video, wenn ihr Bock habt, schaut es euch an. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kühnes Kochkanal.